Karl, du glaubst es nicht, was die da alles schreiben. Du musst ja auch nicht alles glauben. Also unglaublich, was die glauben, was die Leute glauben. Oh, die Leute hätten auch was glauben, wenn die nicht glauben täten, dass das, was sie schreiben, glaubt oder tät. Glaube ich nicht. Was? Dass man das, was du gerade gesagt hast, verstanden muss. Oh, glaub mir's. Du, ich hab da der letzte so einen Aphrodiodismus gelesen. Einen was hast du? Also, so einen Spruch. Einen Aphorismus. Ja, genau so einen Aphrodenkster haben. Also, so wie du gesagt hast, nicht? Jetzt, ja. Wo ist denn? Da. Es sprach ein Zeitungsredakteur. Eine Schlagzeile muss her. Ich glaube fast, das isse. Hornist erschlägt Hornisse. Ha, ist gut. Das sind Sie jetzt von der Frauenquote in der Orchester. Früher ein bloß Männer das Hornblase, ich meine die Frauen auch. Klar, er schlägt mir die Hornisse. Aber Karl, das passt genau zu dem, was ich da gerade lese. Vergiss du deine Rede. Ich sage jetzt am besten unsere Gäste an. Ja, na, gang ich mal da. Ja, gang du mal. Ne? So was aber auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott bei Freunde in der Mäulesmühle. Heute bei uns zu Gast Tina Häusermann und Fabian Schläper. Zwei, die sich auch so nennen, weil sie zu zweit sind, nicht wahr? Und dann aus Franken der Michel Müller. Und natürlich unsere Hausband, Herrn Stumpfes, Zieh- und Zupfkapelle. Ja. Und du verlegst jetzt deine Lesestunde in deine Freizeit. Weil, wie du vielleicht schon bemerkt hast, kostest du mich seit einiger Zeit schon einen Haufen Geld und hast noch kein Streich geschafft dahinter. Karl, lesen bildet. Und du willst ja auch nicht, dass dein Mitarbeiter langsam verblödet. Zumal ich ja nachher der Hand mit unseren Künstlern die gehobene Konversation betreiben muss. Du glaubst nicht im Ernst, dass das, was in dem Blättchen steht, die Leute interessiert? Ja, und ob? Hat es doch wichtig? Ob zum Beispiel der Prinz von England den Amerika-Nugget badet. Ja, oder zum Beispiel da, ja, irgendein Promi im Sofa-Bar kurz und klein klopft. Oder die Frau, ja, unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel, dass die zum Beispiel im Supermarkt tiefgefrorene Forelle kauft. Oder der belgische König weniger tiefgefroren erkennt neben ausmacht. Mein lieber Freund, sowas ist früher in der Zeitung überhaupt nicht gestanden. Ja. Da haben die Journalisten und auch die Leser nur anstanden gehabt und ein Schamgefühl. Ja, die Leute sind halt neugierig, Karl. Und ja, Neugier, das ist halt nicht gerade, ja, das ist nicht gerade eine Tugend. Aber der Begriff von Tugend hat sich sowieso stark verändert. Ja, und wir. Früher, da hat man es nicht schon vor der Hochzeit miteinander getrieben und nachher auch noch drüber geschwätzt. Ja, drüber geschwätzt hat man nicht. Aber Triebe hat man schon. Und was meinst du erst, wie die Triebe getrieben hin? Das ist klar zur Zeit, wo es noch keine Golfplätze gegeben hat. Ne? Ja. Hey, da gibt es überhaupt keine Tabus mehr. Aber dafür Golfplätze. Ja, und wie hat schon der Wilhelm Busch gedichtet, Tugend will ermuntert werden. Einlochen kann man schon allein. Also, erstens hat das der Wilhelm Busch im Leben nie gesagt, also ja, da bin ich ganz sicher. Ja, und zweitens, allein geht schon gleich gar nicht. Ja, deshalb kommen ja jetzt auch zwei. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Moment, die Ansage sagt immer noch ich. Mann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt bei uns auf der Bühne Tina Häusermann und Fabian Schläper. Zwei, die zu zweit sind und deswegen sich zu zweit nennen. Oh Mann, eine Wahnsinnsfantasie, voll der Ansage. Für die zwei mache ich im Dauerlauf ganz kurz und schnell den Vorhang auf. Ich jogge im Walde so für mich hin, kein Fett anzusetzen, das war mein Sinn.
Da sah ich im Schatten einen Bullterrier stehen. Dagegen sein Frauchen war nirgends zu sehen. Da warf ich mich auf ihn wild und gemein. Und als er sich wehrte, biss ich ihm ins Bein. Da stürzte sein Frauchen aus den Bäumen, den vielen. Keine Angst, rief ich da. Ich will ja nur spielen. Da, du, da, du, da, du, da, du, da. Da, du, da, du, da, du, da, du, da. Doch als sie mir wütend die Ohren gefeigt, sprach ich, selber schuld, er hat ja auch Angst gezeigt. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von unserer Seite. Wir freuen uns riesig, dass wir hier zu Gast sein dürfen bei Ihnen in der Meulesmühle. Und ja, toll, Sie haben sie auch richtig hübsch gemacht für den Abend heute. Sehr schön. Sie haben es auch probiert. Ja, und also ich muss eine Sache mal ganz kurz klarstellen. Wir beide sind auch privat kein Paar. Das ist mir jetzt gerade besonders wichtig. Das ist sehr schön, das hat sehr viele Vorteile. Man versteht sich viel, viel besser. Das könnt, ne, Sie nicken. Das können Sie mal probieren. Trennen Sie sich mal von Ihrem Mann. Sie werden erstaunt sein, wie gut Sie plötzlich miteinander klarkommen. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja, und ich meine, da kann man natürlich einfach auch nur dazu sagen, es ist halt nun mal schwierig mit Männern. Ne? Da würden Sie mir auch wieder zustimmen, oder? Bitte? Ja, aber es ist natürlich auch schwierig mit Frauen. Ja, aber es gibt halt nichts anderes. Die Sommernacht mit ihrem Duft nach Heu und Blüten in der Luft drängt die Liebe zur Entfaltung und Mann und Frau zur Arterhaltung. Gut geht das im hohen Gras, das kitzelt und macht großen Spaß. Und oft, wenn man so fort sich pflanzt, wird man von Glühwürmchen umtanzt. Das Männchen morst zum Rendezvous, der Glühwurmfrau was Liebes zu. Er blinkt. Ficken? Sag mal, was hast du gerade gesagt? Ficken. Entschuldigung, wir hatten das abgesprochen, dass dieses Wort nicht fällt. Das hattest du abgesprochen. Nein, das war eine gemeinsame... Also ich bitte dich, wir sind unter uns, oder? Ein Abend unter Freunden, da wird man auch kurz ficken. Also hör mal, ich weiß ja nicht, was, du für Freunde hast. Ja, aber Entschuldigung, das ist extrem unelegant. Das ist ein kurzes, knuspriges Wort, jeder weiß, was gemeint ist. Ficken, zack und alles wird gut. Entschuldigung, wir sind hier in der Meulesmühle und nicht bei Cindy aus Marzahn. Also bitte, wir bleiben oberhalb. Na, also... Schon, ja, es tut mir wirklich leid. Es ist so, jetzt bitte noch mal irgendwie so was Schönes, so mit Pornobalken, was weiß ich, lass dir was einfallen. Das Männchen muss zum Rendezvous, der Glühwurmfrau was Liebes zu, er blinkt. Funzeln? Sie blinkt ja! Und schon sind eins und eins ein Paar. Nun wohnt auf eben dieser Wiese das Glühwurmfräulein Liese. Ganz allein sieht man sie stehen, denn kein Männchen kann sie sehen. Sie kann hüpfen und winken, doch sie schafft's nicht zu blinken. Ja, ihr Lämpchen hat schon immer nicht den allerkleinsten Schimmer. Vielleicht ist ihr mal kurzerhand eine Sicherung durchgebrannt. Ein anderes Weibchen, das da fleuchte, sprach, die ist keine große Leuchte. Liese ganz allein voll Qualen, sieht die anderen Weibchen strahlen und sie fragt sich früh bis spät, warum ihr nie ein Licht aufgeht. Da plötzlich im Dunkeln sieht sie den schönsten Flieger funkeln, jung und hübsch am dunklen Himmel und mit einem ziemlich großen... Ja?
Leuchter. Lies, ich spür zarte Triebe, glüht in heißer Liebe, aber halt nur innerlich, außen klappt's noch immer nicht. Sie sieht ihn strahlend nahen und ruft: Nimm mich zur Landebahn, nimm mich hier gleich auf dem Rasen, lass mich dir einen, deinen Leuchter putzen. Doch für den schönen Leuchtturm ist sie nur ein dunkler Leuchtturm und er saust, oh Schreck, direkt über sie hinweg. Bei Menschen ist, weil Sex ja schlaucht, oft üblich, dass er danach raucht. Das tat ein Paar auch auf der Wiese. Und auf einmal neben Liese wirft die Frau nach dem Gefummel ins Gras den Zigarettenstummel, der rot durch das Dunkel glüht und Männchenblicke auf sich zieht. Auch Lieses Liebster in der Luft kommt zurück, obwohl sie ruft: Vorsicht! Dreht eine Spirale, hört nicht ihre Warnsignale, saust in Richtung Fluppe, denkt: Wow, heiße Puppe, nix wie hin und nix wie truff. Ein letztes Blinken, zisch und puff! Lise merkt an dieser Stelle, nicht jeder, der leuchtet, ist auch helle. Denn es weiß doch jedes Kind, dass Zigaretten tödlich sind. Männchen sind hormongesteuert, das heißt meistens echt bescheuert. Tja, oft wird von der Glut versenkt, wer nur mit seinem Leuchter denkt. Mental, ja. Kalle, was? Darf ich da was mitnehmen? Sehr schön. Guck mal, was ich für euch habe. Genau, unser Budget ist erhöht worden. Super. Echter Champagner. Ja. Ja, Tina, jetzt wissen wir. Wir sind ja neugierig heute. Schon zum Thema Neugier. Hör damit. Jetzt wissen wir. Ja, ja, jetzt schon gemerkt, Anne-Bli, dass du auch neugierig bist. Du guckst jeden Leichter nach. Ja. Du, Kalle, da kennen wir sogar ein Lied dazu zur Neugier. Darf ich das geschwind vor? Bitte, aber unbedingt. Zur Neugier. Unbedingt. Ja, ein Lied, doch. Zur Neugier. Pass auf, da gibt's doch, pass auf, das, wenn die Neugier nicht wäre, müsste ich nichts mehr wandern. Kein Kolumbus für mehr. Von der Küste zu anderen. Und die Tante Annette trüge dann keine Brille. Und die Mädchen im Bett lägen traumlos und stille. Wären fast ohne Sünd und ohne Kind, wenn die Neugier nicht wäre. Ja. Ja. Ja, aber jetzt, mein Lieber, jetzt sind wir neugierig auf Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Weil die willen uns was erzählen. Ah, gut. Ich hab da neulich etwas Furchtbares aufgeschnappt. Da hab ich mal die Hände nicht richtig gehört. Benni, soll ich dir mal was erzählen? Ich weiß etwas uns vor das. Oh, oh, näher, das sag ich dir bloß ins Ohr, weil das kommt mir spanisch vor, das ist nicht normal. Lauter, ich hab's nicht genau verstanden, du da hast du gewiss verhört. Doch schier nicht möglich. Du, da hast du wie so her. Das glaub ich fein nicht. Mir ist der Deppes, das ist uns brutal. Ganz pervers und völlig abnormal. Leider dürfen
außer mir das niemand sagen. Das ist nämlich streng geheim. Ei, 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 das da. Wenn ihr ganz gespinnt noch nie kehrt. Und grad euch jetzt interessiert, sowas hab ich auch. Was liest denn da? Das kann ja doch nichts, ja? Jetzt komm, jetzt wirst du sagen, was gerade liest, hä? Und ich sag dir, dass dich das nichts angeht. Ja, Heimatland, ist das so schlimm, wenn ich dich frage, ob was du gerade liest? Ja, das ist neugierig, und neugierig ist man nicht. Ja, das kannst du ja nicht sagen. Weil, wer nicht neugierig ist, der weiß auch nichts. Ich kann neugierige Leute nicht verputzen. Der Deutsch habe ich meinem Freund, Willi, zum Geburtstag ein Fläschchen Trollinger mitbringen wollen. Dann schreit seine Nachbarin, noch bevor ich den Klingelknopf berühren kann, zum Fenster raus. Da braucht sie gar nicht erst schellen, der ist nicht daheim. Und der kommt auch nicht so schnell wieder. Der hat zwei Käfer mitgenommen. Ja, aber das ist doch gut, wenn die Nachbarschaft Bescheid weiß, schon Leute wegen der Einbrecher. Ach so, und wenn jeder Einbrecher gewesen wäre, dann wäre er abends gekommen und hätte in aller Ruhe dem seine Bude ausgeräumt. Ja, aber ja. Neugier ist doch der Auslöser für alle wissenschaftlichen Erkenntnisse. Guck mal, wenn die Forscher nicht neugierig gewesen wären, dann hätten sie nie was Neues entdeckt. Und ja, wir würden heute noch den Mammut hinterher springen. So gesehen, da hast du natürlich recht. Ja, du, da habe ich übrigens noch mal so ein Aphro-Dings dahinter. So ein Aphorismus. Ein Aphro, wie du siehst, ja. Jetzt pass auf, wo habe ich es da? Ja. Der Galileo hat es gesagt, gell? Ja. Aha. Mhm. Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will. Das sind Sätze. Ah, also das ist doch der beste Beweis dafür, dass Neugierde was Positives ist. So, wenn es der Galileo so festgestellt hat, weil sonst wäre nichts Neues entstanden. Gut zugeben, manches Wort mit Gier ist nicht positiv. Die Habgier, das ist sogar eine Todsünde, gell? Ja, das stimmt. Ja, aber ja, die Wissensgier ist durchaus was Positives. Das hat uns ja der Galileo jetzt auch gesagt. Ja, da hast du natürlich recht, gell? Ja. Dass das natürlich nicht Wissensgier, sondern Wissensdurst heißt, du Bachel. Ja, da hast du jetzt natürlich recht. Wissensdurst, ein schönes Wort. So gesehen bin ich regelrecht ein Wissenschaftler. Oh. Jetzt komm, du Wissenschaftler. Mach jetzt den Vorhang auf für unseren nächsten Künstler. Jetzt bei uns auf der Bühne, meine Damen und Herren, der Michel Müller aus Franken. Die Bayern werden's mir danken. Ich öffne auch für Franken. Oh. Vorhang auf! Wieder bei normalen Leuten, das ist ja wichtig. In der heutigen Zeit, du flippst ja nur noch aus. Anscheinend leben nur noch Bescheuerte auf der Welt. Wo ich mir denke, mein Hirn langsam will das Deckel oben aus, weil es langsam platzt. Ich möchte so gern wieder mal vergessen, aber das haut auch nichts mehr hin. Da kam ja diese Studie raus, Champagner hilft gegen Demenz. Ja, früher haben wir gesoffen, um zu vergessen, jetzt hilft es dagegen. Weißt du, Lauter so Zeug. Hey, deswegen bin ich froh, wenn ich bei Freunden bin. Und ich bin auch froh, dass ich im wahren Leben nur zwei gute Freunde habe. Der Holger und der Frank. Und wir treffen uns ja jeden Mittwochabend im Mykonos. Und da sitzen wir so zusammen und da reden wir über alles. Also mehr der Frank und ich. Weil mit dem Holger brauchst du nichts zu reden. Der Holger hockt ja bloß die ganze Zeit da. Ich weiß nicht. Man muss zufrieden sein. Der Dalai Lama sagt, man muss zufrieden sein. Du mit deinem Dalai Lama! Sagt dann immer der Frank. Aber da sitzen wir immer so zusammen im Mykonos. Obwohl Mykonos heißt gar nicht. Ja, der Grieche ist ja pleite gegangen. Heißt jetzt Latte und Meer. Ja, so italienischer Kaffeeschuppen, Latte und Meer. Wie das der Frank zum ersten Mal gehört hat, hat er noch gesagt: Latte und Meer! Hoffentlich wird's gebuff. Hab ich noch gesagt: Könnte aber auch ein Baumarkt werden. Aber. Ist so italienische Kaffeeschuppen. Und da können wir von Glück reden, dass ein Italiener reinkommen ist. Ja, wie schaut's denn in Deutschland aus, wenn irgendwo ein Geschäft oder Wirtschaft zumacht?
Was kommt denn rein? Entweder Handyshop, Nagelstudio oder Matratzen-Concord. Ey, Matratzen-Concord, ich kann sie nichts mehr sehen. An jeder dritten Ecke Matratzen-Concord. Ich frage mich, wer kauft die ganzen Matratzen? Also Matratze ist ja jetzt auch nicht was, was du dir alle zwei Wochen neu zulegst. Ah, wir haben Kaffeefilter, nehmen wir noch eine Matratze mit. Nehmen wir noch eine Matratze mit. Eine Matratze, die kaufst du dir einmal im Leben. Ich muss halt, bis du gestorben bist. Also wenn nicht gerade die Hausstaubmilbe im Federn kein Tango tanzt. Hey, Hausstaubmilbe ist ja so, Schmann. Hey, seit jahrzehntelang leben wir jetzt schon Kopf an Kopf mit dieser Hausstaubmilbe zusammen. Wir sind quasi persönlich mit der bekannt. Es gibt ja jetzt auch Fotos in zig millionenfacher Vergrößerung. So Hausstaubmilben, die haben solche Köpfe haben die ja. Mit solchen Beißwerkzeugen vorne dran. Ich habe jede Nacht Angst, wenn ich ins Bett gehe. Aber wir erfahren lauter so Zeug, wir wissen seit neuestem auch, der menschliche Körper verliert im Schlaf bis zu 2 Liter Körperflüssigkeit. Ich habe jede Nacht Angst, ich ersaufe im Bett. Ersoffen und dann von der Hausstaubmilbe gefressen. Ey, das ist ein Tod, das ist ein Tod. Aber wenn jetzt irgendwo ein Geschäft oder Wirtschaft zumacht, entweder Matratzen-Concord, Nagelstudio, habe ich bis heute auch noch nicht begriffen, Nagelstudio. Jetzt lassen sich ja Frauen künstliche Fingernägel dann machen. Mit Strass und mit Glitzer, hey, und in allen erdenklich bunten Farben, damit zur Handtasche passen, zu den Schuhen, unserer ganzen Wohnungseinrichtung. Viele Frauen können sich daheim an die Tapete stellen, man sieht sie nicht mehr. Sag mal, da hat doch früher Nagellack auch dafür gelangt. Ja, aber dürft ihr heute doch nicht mehr öffentlich. Sag, da geht sofort, weißt du, solche künstlichen Fingernägel, die schauen halt einfach besser aus. Die sind länger und die sind robuster. Robuster. Ja, das sind sie, robust. Besonders, wenn sie schon nach 4 Wochen so halb rausgewachsen sind. Wenn die Frau an jedem Finger so halb Schäufele drauf hat. Mit solchen Pranken kommen sie auf dir zu. Die können mit bloßen Händen den kompletten Garten umgraben. Da sparst du dir die Gartenkralle. Aber wenn jetzt irgendwo ein Geschäft oder Wirtschaft zumacht, entweder ein Nagelstudio, Matratzen-Concord oder Handyshop, Handyshop. Also jetzt sind wir doch mal ehrlich, Handyshop, es steht ja nichts drin in so einem Handyshop. Was steht denn drin in so einem Handyshop? Ha? Glasvitrinen. In welchen Läden waren früher Glasvitrinen drin gestanden? Beim Juwelier? Beim Bäcker? Beim Metzger? Bin neulich in einem Handyshop und gesagt, ich hätte gern 3 Pfund Aufschnitt. Die haben blöd geglotzt, die haben blöd geglotzt. Und da ist noch so ein Depp gekommen, gibt's das jetzt als App? Das ist saublöd. Saublöd. Aber überall jetzt Handyshop, da gehst du gerne mal durch die Straßen und so, ich schau mal bei O2 vorbei oder bei Vodafone, was es Neues auf dem Smartphone-Markt gibt, weil ich glaube, mein Touchscreen, sag ein Scheißwort, oder? Touchscreen, jetzt touchen wir ja überall drauf rum, gell? Und da muss ich jetzt auch mal was sagen, gell? Ich mache jetzt ein Kabarett, wenn nebenbei so Fußball läuft, kein Problem mehr. Die Leute kommen trotzdem ins Kabarett, die sagen, ich habe mein Smartphone dabei, da bin ich informiert. Also ich muss sagen, mir macht es nichts aus, ich wollte bloß auch, es schaut von oben beschissen aus. Ja? Nee, weil sie dann meistens drin hocken, meistens verstecken sie dann noch das Smartphone so wenig im Schoß drin. Ja? Und dann geht es dann immer. Mittlerweile weiß ich, was es ist, aber am Anfang. Und was mich auch noch aufregt, sehen ja, wenn Mann und Frau gemeinsam ins Fitnessstudio gehen, das regt mich ja noch auf. Bis immer diese Küsserei zwischen die Geräte, dieses. Ein Fitnessstudio ist ja quasi ein Abbild unserer Gesellschaft. Es ist die Welt in klein. Du triffst ja alle drin. Ja, da sind sie alle drin. Ja, die gut aussehenden Frauen sind denen, die durchtrainierten Muskelkerle. Die Rentner mittlerweile, ja. Die Rentner, die stehen schon früh um 8 Uhr vor der Fitnessstudio-Tür. Lasst uns rein, lasst uns rein. Aber die gehen dann rein, die machen ihre Übungen super. Also gehen jetzt weniger wegen den Übungen rein. Die gehen mehr so zum Unterhalten. So zwischen die Übungen wird immer unterhalten. Hast du schon gehört? Der Heinz ist gestorben. Ja, das wundert mich nicht. Der hat ja nichts getan für seinen Körper. Ab einem bestimmten Alter musst du doch was tun für deinen Körper. Du willst ja noch was ab von deiner Rente, bevor die Altersarmut kommt. Weißt, wir könnten uns jetzt auch noch mal im Bett rumdrehen. Nein, wir gehen da rein, wir machen Ausdauertraining, leichtes Krafttraining. Das ist halt was. Aber der Heinz,
geracht wie ein Schlot und nix getan. Was denn überhaupt passiert? Verkehrsunfall. Mittags kommen dann noch die Hausfrauen und Mütter dazu. Ja, die unterhalten sich ja auch. Also meistens nicht zwischen den Übungen, sondern während der Übung. Sind ja meistens so auf dem Stepper oder auf dem Crosstrainer. Dann geht's ja immer. Also Brigitte, ich kann dir sagen, du, eine Minute auf dem Gerät, mir läuft die Brühe die Arschbacke hin und her. Ich frage mich sowieso, warum wir uns das antun. Seit wie vielen Jahren gehen wir jetzt in das Fitnessstudio? 10 Jahre? Haben wir schon was abgenommen? Wir haben da noch nichts abgenommen. Aber das Kindergartenfest war ja heuer arg schön, gell? Also dein Kuchen, Brigitte, ein Gedicht, da muss man ja unbedingt mal das Rezept davon geben. 8 Stücklich habe ich gefressen. 8 Stücklich habe ich gefressen. Aber hast du einen Kuchen von die Uschi probiert, kannst du nicht fressen. Ah. Sommerchriststolle, hat sie gesagt, soll es gewesen sein. Sommerchriststolle, statt Rosina hat sie Muckenei gebacken. Ah. Aber sonst war es ja arg schön, gell? Aber soll ich dir was auch, Brigitte? Ja, sag halt. Ach, ich weiß nicht, ob ich das sag. Ach, sag's halt. Wir haben ja so Probleme mit unserem Jean-Pascal. Also seitdem unser Jean-Pascal im Kindergarten ist, ich weiß nicht, ob ich das... Ach, sag's halt. Also seitdem unser Jean-Pascal im Kindergarten ist, der biest wieder ins Bett. Ja, da musst du mal mit der Kindergartenleitung sprechen. Vielleicht ist da irgendwas im Argen. Nee, Brigitte. Weißt du, was ich denk? Ich weiß nicht, ob sag's jetzt endlich. Also, Brigitte, ich denk ja, unser Jean-Pascal ist hochbegabt. Weil er ins Bett biest. Ja, aber wie er es macht, von der Bettkante aus. Aber ich höre jetzt besser auf. Was gelernt. Ja, bei uns heißt es Bieselt, weißt du? Ja, ja, fast dasselbe. Bei uns heißt es Give Bees a Chance. Ach so. Vergess, mir sagen vergessen und gerade deine Kirche, du sagst, hat's vergessen. Ja, ich hab's eh vergessen. Ich hab mir's gedacht. Nein, nein, es ist ich war jetzt neugierig ein bisschen, weil wir sind wieder mit Franken dann doch ein bisschen anders schwätzen wie mir. Man hört schon. Na, aber ihr vergesset Hände manchmal so ein Vokal. Aber da können wir mehr Sach. Das war. Also ja. ihr verdichtet die Sprache dafür, noch stärker also, wie ja. mir und können in der gleichen Zeit noch mehr schwätzen wie mir. Und haben am Tag 20 Minuten mehr Freizeit. Und haben die Zeit zum ordentlichen ins Bett schiffen. Ja, das ist recht. Das da machen wir. Da trinken wir hinter. Ja. Okay. Ja, meine Herrschaft. Auf einmal ist mal wieder Zeit. Ja, und schön war's auch, wie selten heut. Oh, bitte kein Gedicht. Oh, der Dichter in mir drängt ans Licht. Oh, blieb er doch verborgen. Da macht dir keine Sorgen, was raus muss, das kann keiner stoppen. An Blödsinn kann dich keiner toppen. Als langt, jetzt wird's mir wirklich viel zu bunt. Leg mich am Arsch. Und bleibet gesund. Ich so schall, so heilo, jetzt von Hammerkrein, für die Menschen fein, hinter eure Seele, da ist von Hammerkrein.